Herzlichen Dank, Ursula. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, unter Ihnen zu sein. Und ich beginne meistens mit meinen Kontemplationskursen mit den tibetanischen Übungen. So freut es mich sehr, dass wir die morgen unter kundiger Hand von Eltern in unserer gemeinsamen Feier tun können. Ich sage immer, es ist für mich die schönste und beeindruckendste Kultur von Tibet. Und das ist einfach eine schöne Fügung, dass das auch in diesem Rahmen so möglich ist. Wir haben uns folgendermaßen gedacht, wir sind in einer Erlebnisgesellschaft, mal auch so Daoismus so erleben zu lassen mit einem Gedicht aus der Tang-Dynastie von Changji. Das ist in China geschrieben, aber auch in Japan. Man bezieht sich auf Hanshan, also der Berg des Schnees. Ist ein Gedicht, das mir besonders morgen, gestern Abend, ganz besonders eingefallen ist. Also die Erfahrung eines Fischers nach Mitternacht, der sich einsam fühlt und dann eben hört den Gong von einem Tempel. Und dann spürt er, er ist eben nicht allein. So, das ist also das Gedicht, das wir dann gemeinsam machen. Dann möchte ich eben einige Gedanken sagen zu Christentum und Konfuzianismus. Und am Schluss, weil wir ja auch im christlichen Rahmen sind, möchte ich den heutigen Tagesheiligen, den heiligen Matthäus, ehren. Eines der Schlüsselpassagen der Bibel ist der Matthäusevangelium. Was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Oder ich war hungrig und ihr habt mich nicht mir zu essen gegeben und so weiter. Ich glaube, das ist so eine Schlüsselszene von Matthäus. Also wir starten mit der Tang-Dynastie und es ist also nicht Libai. Ich habe zu lange Jahre gedacht, es ist ein Gedicht von Libai, ist es also nicht, sondern von Changji, der in der Tang-Dynastie von 750 zu 779 gelebt hat. Also dieses Gedicht beschreibt diese Stimmung am Abend, wo man die Vögel auch zwitschern fühlt und eben der Fischer ist allein in seinem Boot. Und dann hört er eben von weit her, eben vom Berg des Schnees, diesen Gong, Dusche Tong Tong Shan. Das würde dann eben Pierre Favre, was er schon gestern irgendwie so gemacht hat, dann auch klanglich zum Ausdruck geben. Und es spielt da keine Wurst, ob man jetzt jedes Wort versteht, es ist diese Stimmung. Also, und es ist für uns immer die besondere Herausforderung als Langnasen, dass die Töne stimmen, also die fünf Töne nicht allzu quer sind. Das wird sicher nicht der Fall sein, aber es ist eine schöne Erfahrung, dass einfach wahrzunehmen, wie zum Beispiel auch ein gebildeter Tibetaner, Chinese, wenn er die Kalligraphie schaut, nicht um alles zu verstehen, sondern einfach sich an der Gestalt dieser Zeichen zu erfreuen. So heißt es. Yue lo niao di xiang man tian qiang feng yu huo dui qiu yan gu su cheng bai Han Shan Si, Ye Ban Chong Sheng Dao Ke Chuan. Yuan Luo Niao Di Xiang Man Tian Qiang Feng Yu Huo Dui Qiu Yan Gu Su Cheng Bai Han Shan Si, Ye Ban Dao Ke Chuan.
古蜀城外汉传寺，夜半钟声到客船。 Wirklich auch gestern Abend sehr, das war für mich eine wirklich der eindrücklichsten Erlebnisse, dieses wirklich zwischen Pierre Faber und Yang Jing. Und ich möchte aber als Ausgangspunkt nehmen eine selbstkritische Feststellung eines der wirklich brillantesten Sinologen, Erik Zürcher, der selbstkritisch über den Konfuzianismus gesagt hat: Konfuzianismus ist eine monumentale Ruine. C'est une ruine monumentale. Ich glaube, das ist eine sehr richtige Feststellung. Wir könnten da schwärmen von verschiedenen Werten. Das meine, werden wir versuchen. Aber es ist zunächst einmal vorauszusetzen, dass diese Werte zerstört sind. Und was ich jetzt in kurzen Worten versuche zu schildern, ist eine Herausforderung an Christentum und Buddhismus, die vielleicht am meisten Zuspruch haben in China, aber auch eben Islam und Taoismus, praktisch diese Werte wieder aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Und denke ich, eine der Herausforderungen ist, wenn Sie auch eben in Asien, in China leben, es geht nur ums Geld, nur um materielle Dinge, ein Haus zu kaufen, möglichst viel Geld zu machen. Und von daher möchte ich eben auch diese Herausforderung von Wirtschaftsethik, also diesen Blick von Wirtschaftsethik her, die Brücke zu schlagen zu Christentum und zu Konfuzianismus. Mein Hintergrund ist, dass ich seit 21 Jahren in China bin und jetzt bin ich Leiter des Macau Rich Instituts und ein Chef der Beratungsfirma in Hongkong und Macau. Also ich lebe in diesen drei Städten und im Sommer bin ich in Europa. Es geht also darum, geht es wirklich darum, wirklich diese Werte umzusetzen in einer sehr marktorientierten, geschäftsorientierten Umgebung, oder ist das im Grund auch leere Rhetorik? Wie so viele Firmen vielleicht für Pressekonferenzen das halt runterbeten, eben das CSR, Corporate Social Responsibility, aber immer, wenn sie nach Indien gehen, eigentlich dann, oder eben auch China und andere Länder, im Grund diese Länder auch genauso brutal missbrauchen, wie das schon immer der Fall war. Also eben ist es auch möglich, wirklich serve the people, no, wie Renmin Fuwu, oder ist das einfach wirklich dem Volk zu dienen, oder ist das eine leere Floskel? Und so haben diese auch ein neues Paradigma, wenn ich heute lehre,
ist das viel schwieriger wie vielleicht vor 20 Jahren. Und ich habe so vor 5 Jahren auch meinen Stil zu lehren umgestellt, einfach auf diese Online-Erziehung. Und zwar auch deswegen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Leute, die ich vor mir habe, ja, vielleicht haben sie Geld für ihre Bildung, aber sind nicht motiviert, wirklich was zu studieren, während andere, die eben kein Geld haben oder keine Zeit, das gerne tun würden. Und so ist es für mich durch diese Online-Bildung möglich, viel mehr Leute, die sonst keinen Zugang haben, so zu erreichen. Also es sind vor allem natürlich in erster Linie, möchte man den Leuten Skills, wirklich etwas Handfestes vermitteln, aber ich denke daneben auch, genau auch die spirituelle Traditionen, wo ich immer auch selbstkritisch sage, eben vor allem der tantrische Buddhismus hat viel mehr gemacht, auch die Medien zu nützen, beziehungsweise eben auch Meditation hat eine lebendige Tradition. Und dass wir eben auch Spiritualität, was ich in Hongkong und Macau auch eben lehre, ist diese Kontemplation und Leadership. Und der zweite Bereich ist eben auch Forschung. Das ist auch eine Herausforderung, wirklich zu forschen, nicht nur einfach vom Internet herunterzuladen. Und auch immer wieder, was ich ganz wichtig finde, dass man Fallstudien hat, wo die Leute sofort irgendwie spüren, um was es geht. Und der dritte Bereich auch und vielleicht der schwierigste, in Trainingsseminaren umzusetzen, wie geht es jetzt, gelingt es eben diese Werte, wie jetzt konfuzianische Werte oder eben auch christliche Werte umzusetzen. Und hier, was er oft scheitert, ist dieses Cross-Cultural Management. Es gibt zum Beispiel die Fallstudie zwischen Danone und Wahaha, so Großfirmen, eine Mineralwasserfirma, und Danone kennen Sie, Joghurt, Milchfirma. Man kann die so kurz zusammenfassen, diese Zusammenarbeit, Joint Venture, kurze Flitterwochen und dann ein ganz jahrelanger Scheidungsprozess. Weil man sich nicht versteht oder man sagt eigentlich, was man unterschreibt, man hat nicht richtig verstanden, was man eigentlich unterschrieben hat. Und so ist für mich eben, wenn es darum geht, eben was ist eigentlich Christentum, dann ist es für mich eben auch eine neue Weise zu verstehen, was Mission heißt. Meine Generation, also die 60-Jährigen, ist genau diese Generation, die in der Kirche fehlen. Wenn ich in der Schweiz geblieben wäre, wäre meine Hauptaufgabe mit im katholischen Milieu. Während ich denke, das ist eine sehr verkürzte Auffassung und auch was jetzt eigentlich auch Mission heißt, ist ja bei uns relativ negativ besetzt. Ich muss anderen meine christlichen Werte aufdrängen, gewissermaßen. Und ich finde, über die Schiene Wirtschaftsethik gelingt es jetzt in einem Bereich, wo ich, Sie wissen ja, als in China nicht als Priester so wirken kann mit Sakramenten, bin ich gezwungen, und zwar ist das für mich ein guter Zwang, eben alle Menschen anzusprechen. Also zum Beispiel dieser erste Kurs, wie macht man einen Businessplan, da haben etwa 10.000 Leute haben diesen Kurs runtergeladen. Natürlich nicht jeder und nicht jede absolviert den ganzen Kurs, aber immerhin zeigt das, dass das etwas ist. Also wie kann ich praktisch meine Idee umsetzen oder aus meiner Idee wirklich Musik machen? Das ist etwas, wo ich auch die Ethik ansetzen muss. Weil sonst ist ja oft so, Ethik als Soft Skill ist etwas, was man ja gerade bei gewissen Geschäftsleuten wirklich ablehnt. Und eben so mein Ansatz wäre, wo ich eben kurz auch schildere, wie auch eben angewandte Ethik umgesetzt werden kann. Als Beispiel möchte ich einen Freund erwähnen, der leider jetzt in diesem Jahr gestorben ist. Er war kein Gläubiger, einfach
aber und eigentlich auch ein Finanzspezialist. Und als er eben Krebs bekommen hat und an dem ist er gestorben, wollte er mitteilen und eben auch in China, er war Amerikaner, aber gerade auch in China, wie kann man verhindern, dass man in Depression fällt, Angst und eben einen gewissen Optimismus sich wach, lebendig erhält. Und das, denke ich, wäre auch in China enorm, denke ich, relevant, wenn es gelingt, dieses ganz eigentlich tiefe Zeugnis, wie kann ich wirklich positiv denken, das auch so zu vermitteln. Und eben das eine auch, dass die Berufung eines Unternehmens, das ist ein Dokument der Kirche, das haben wir auf Chinesisch übersetzt und ist in Shanghai veröffentlicht worden. Vielleicht das umschreibt so eigentlich den Kern von dem, was wir in Trainingsseminaren vermitteln wollen. Also es ist nicht so irgendwelche Dogmen, die einem eingetrichtert werden, sondern was ist eigentlich wirklich das, was ich am besten tun kann, eigentlich das Talent, was ich wirklich am liebsten umsetzen möchte. International Business Ethics, da hat Ursula erwähnt, die erste Fassung war 204. Zu meinem großen Erstaunen hat die Zensur nicht zugeschlagen. Da waren viele wirklich auch problematische Punkte genannt. Ich weiß nicht, ob Ihnen auch klar ist, vor 10 Jahren sind etwa doch 10.000 Minenarbeiter laut offiziellen Schätzungen in China gestorben. Vergleichen Sie das mit anderen Zahlen, das ist etwas Grauenvolles, aber das wurde nicht zensuriert, weil meine letzte Fassung, die wurde zensuriert, also das sind so 500 Seiten, was ist internationale Wirtschaftsethik, das wurde im letzten Jahr gedruckt und dann eingestampft. Mit dem muss man halt auch leben und meine einfach auch Einstellung ist, es ist ja schon gut, wenn es mir gelingt, 95% von dem, was ich ja da mir erarbeitet habe, zu vermitteln. Und es verkauft sich ja gut, die uncensored version, also die nicht zensurierte Version, ist ja dann noch interessanter. Es muss ja irgendwas Interessantes sein, wenn es verboten ist. Und dann auch eine ständige Herausforderung, also mit meiner Firma habe ich so 57 so Fallstudien entwickelt. Und auch immer eigentlich ständig zu benutzen im Unterricht mit Geschäftsleuten. Und im November werden wir eine Konferenz in Peking halten über eben gemeinnützige Tätigkeiten der Firmen, über Philanthropie. Und auch das ist eben eine Herausforderung, auch zum Beispiel bei christlichen Unternehmen. Was könnt ihr konkret tun, auch jetzt sei es in Indien, in China, um euch für das Gemeinwohl einzusetzen? Und so auch der Anstoß hat mir das Company Law in Indien gegeben. Seit 5 Jahren sind ja in Indien die Firmen verpflichtet, 2% von ihrem Profit, sie nennen das für eben Wirtschaftsethik, Corporate Social Responsibility, auszugeben. Das eigentlich sehr viel ist. Ich wäre schon eigentlich froh, nur 1% ist schon enorm viel, aber dann natürlich auch die Frage, wie werden diese 2% richtig eingesetzt, wie kann man das vergleichen jetzt mit China, wo keine entsprechende Gesetzgebung besteht, aber was für mich ein hoffnungsvolles Zeichen ist, auch junge Geschäftsleute, so 30, 40 Jahre, die ungeheuer erfolgreich sind, die das nicht ihr Geld an der Börse einfach verscherbeln, sondern eben auch für Social Impact einsetzen. Das sind so auch, jetzt ist für mich so auch wieder eine neue praktisch Schwelle, wo ich denke, was am entscheidendsten ist, ist mit den Geschäftsleuten hinzusetzen und bestimmte Probleme anzuschauen, um zu sehen, wie man diese Werte umsetzen kann und wo ich eben auch jetzt mit chinesischen Partnern denke, dass wir diese Kurse auch noch mehr entwickeln können in China. Weil das ist eigentlich eben auch dieses Koan. Einerseits ist
sehr viel eingeschränkt, sind sie in China eingeschränkt, ist ganz klar. Andererseits ist einfach viel mehr möglich. Und als Schweizer auch ist es möglich, ich kann nach Tibet reisen, kein Problem, nach Xinjiang. Tibet war insofern auch für mich sehr bewegend, weil ich dort fast gestorben wäre von dieser Höhenangst. Aber ich denke, dass wir das wirklich viel besser auch dann vermitteln können, wenn es nur einfach eine Theorie ist, sondern das immer auch mit Beispielen untermauern. Also diese Trends in China, einerseits eben doch auch mehr die Relevanz von Wirtschaftsreporten. Ich war eigentlich früher auch eher skeptisch eingestellt, diese CSR-Reports, weil da wird viel, wir nennen das Greenwashing. Oder? Einfach, das sind Glanzbroschüren, aber eigentlich wenig Substanz. Das hat sich, denke ich, wirklich geändert, weil immer mehr auch eben Leute, Sie haben das ja mitbekommen von der Konzernverantwortungsinitiative, immer mehr Leute auch hier wollen wirklich wissen, ist das nur eben einfach Lippenbekenntnisse, was die Firma machen, oder ist das wirklich Substanz? Bemühen Sie sich in einem schwierigen Umfeld eben diese Werte umzusetzen. Und das andere war natürlich der andere Kampf, wenn ich auch ein Koan nennen darf, mich immer wieder telefoniert ein Freund mir und versucht, weil er Nietzsche und Kafka übersetzt, zu wissen, wie man das verstehen kann. Und ein Koan, eben das Nietzsche in seinen Aphorismen, sagt, was heißt das? Ehrgeiz des verlorenen Postens. Also Sie müssen schon sehr gut Deutsch sprechen, was heißt es, auf dem verlorenen Posten zu sein. Aber dann Ehrgeiz ist eben ein Koan. Vielleicht bewegt mich dieser Ehrgeiz des verlorenen Postens, mich um Dinge zu kümmern, wo andere sagen, das ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Und eben eine, das im zweiten Bereich, ist diese Frage, wo mir vor 20 Jahren auch gönnerhaft, sei es von ausländischen oder chinesischen Geschäftsleuten gesagt wird, ist schon nett, was du sagst, aber wir brauchen das Wirtschaftswachstum. Nur denke ich, dass wir heute viel bestimmter auch sagen können, wohin führt es, wenn wir nur auf Wirtschaftswachstum setzen. Also in Peking, eine Stadt, die ich sehr liebe, sie schauen aus dem Fenster hinaus und es sieht apokalyptisch aus mit dem Smog oder mit der Umweltzerstörung. Sie sehen die Luftverschmutzung, aber noch schlimmer ist die Wasserverschmutzung und die Bodenverschmutzung. Und darum also eben diese auch Bemühen, was heißt das wirklich, auch Leute wirklich zu überzeugen, dass das jetzt wirklich allerhöchste Zeit ist, sich da eines besseren Wirtschaftsparadigmas zu bemühen. Und ich denke, es ist etwas sehr Hoffnungsvolles, dass Papst Franziskus natürlich immer auch in einem ökumenischen Geist aufruft, jetzt für nächstes Jahr, das ist im März, eine Wirtschaft zu entwickeln, die eben nachhaltig ist. Vielleicht ist es zu spät. Das muss man auch immer als Professor sagen, das kann, wie die Franzosen sagen, pour le meilleur et pour le pire. Und dann etwas eben auch, was es so nie gab, diese Völkerwanderung von ländlichen Gebieten. Seit ich hier, als ich vor 20 Jahren in China war, waren das vielleicht noch ein Drittel, die in den Städten lebten, und jetzt mittlerweile sind das schon die Hälfte. Also diese Frage auch, wenn Sie schauen, wie können wir auch christliche Werte umsetzen, was es mit dem Gesetz zu tun hat. Und zwar auch alle Dinge, die ich mit den, meinen Studenten, Studentinnen diskutiere. Ich weiß noch, wie ich vor 18 Jahren die Fragen von sexueller Belästigung diskutiert habe mit Studentinnen aus der Renmin-Universität. Weil damals auch gewisse gönnerhaft gesagt haben, ja, Sexual Harassment, das ist eine westliche so Idee, oder? Aber es war eigentlich schon ganz klar, schon vor 18 Jahren, wie angewidert auch diese Studentinnen waren. Und mittlerweile gibt es ja auch ein Gesetz,
wo also eine Sekretärin für einige Millionen ihren Firmenchef ja einklagen kann, wenn er sie missbraucht. Und eben mehr und mehr denke ich, es sind immer, ich sage es immer zweischneidig, einerseits gibt es ganz klar auch Geschäftsleute oder Studentinnen, ganz klar Ethik ablehnen. Das ist ein Roadblock, ein Hindernis zu meinem Erfolg. Aber andererseits, und eben das schlägt sich auch in den Gesetzen nieder, ist wirklich eine Überzeugung da, es muss sich was wirklich radikal ändern. Und eben auch, ich kann eben wirklich, ich ruiniere meine individuelle Karriere oder als Firma bin ich dann einfach ausgeschaltet. Und eben, ich gebe zu, ich habe auch diesen Sustainability Reports meine Meinung geändert. Es ist mehr und mehr wirklich eine Richtschnur, was eine Firma tut und was auch Leute eben nachschauen, ob da sich wirklich was geändert hat. Also hier, wir haben dieses eben ökologische Zivilisation, das war in 2012 und dann hat sich viel getan, eben auch was Solarenergie betrifft. Und eben hier ist die ganze vielleicht auch ein gewisser Paradigmenwechsel, nachdem Amerika sich auf America First zurückzieht, möchte das natürlich auch China als eine Chance sehen. Und es ist für den Rest der Welt wirklich auch entscheidend, machen die wirklich ernst mit dem Abkommen des Pariser Abkommens. Und hier also einfach die Zahlen von dieser eben Völkerwanderung, also 2006, 583 Millionen in den städtischen Regionen und 1980 waren das noch 19,6% und jetzt so seit 2016 eigentlich auch 56% von China lebt in den Städten. Sie müssen sich auch immer diese Dimensionen vor Augen halten, wie zum Beispiel Peking, 26 Millionen, aber kann durchaus sein, so in den nächsten 10 Jahren, dass das 100 Millionen wären. Weil in Shanghai, die jetzige größte Stadt, irgendwann kommt ja das Meer und dann ist mal Schluss, kann man nicht endlos ins Meer hineinbauen. Während in Peking kann man noch die Ringstraßen beliebig dazufügen, also Richtung dann Tianjin, und dann ist man schon bald einmal bei 100 Millionen. Und eben auch die Anziehungskraft von Buddhisten und Christen ist durchaus nicht mehr nur in den ländlichen Gebieten, sondern eigentlich auch die Städte sind angesprochen durch das Christentum. Es ist auch so, dass Maßnahmen gesetzt werden, dass das nicht so rasch geschieht, weil auch Peking hat eine enorme Anziehungskraft. Ich weiß nicht, ob Sie das miterlebt haben. Normalerweise glaube ich, dass das nicht so bekannt ist, dass vor 2 Jahren ganz massiv Menschen, und zwar Tausende, Peking verlassen mussten. Zwar nicht Migranten, sondern eigentlich auch Leute, die zum Entwicklung von Peking sehr viel beigetragen haben. Und hier eben auch, wenn wir uns fragen, sind diese Werke, diese konfuzianischen Werte schon zerstört oder eben warum hat auch das Christentum und besonders das protestantische Christentum so enormen Zulauf, ist vielleicht auch, weil Antworten zu diesen Schlüsselfragen von Korruption doch von der Seite vom Christentum kommen oder eben auch, was dieses Schlüsselwort Guanxi betrifft, das sind die Beziehungen. Wie können wir zum Beispiel diese auch Geschenkkultur von Asien respektieren? Ich sage immer, es ist ein Unsinn zu erwarten, die Zero Tolerance, Null Toleranz für Asien. Man bringt immer Geschenke, aber es ist ganz klar, dass gewisse Formen, korrupte Formen, überall sehr verbreitet sind in Asien. Also wie kann man dem widerstehen? Und dann auch die ganze Frage auch von Joint Ventures, wenn Ihnen auch Ihr Joint Venture Partner ganz klar sagt, natürlich, wir
zahlen, Schmiergeld zahlen und was ist dabei? Hier also diese Einsicht von Konfuzius und eigentlich auch das Faszinierende, wir sprechen ja in China immer von diesen sogenannten fünf Religionen, Weisheitstraditionen. Christentum wird immer als eben protestantisches und katholisches Christentum gezählt, Buddhismus, Islam und Taoismus. Aber eigentlich der tragende Nährboden ist der Konfuzianismus. Und eben in diesem Zitat ist der One Word which may serve as a rule of practice for all one life, the master said, is not reciprocity such a word. So in Chinesisch ist das Shu, is reciprocity. And what you not want done to yourself, do not do to others. Also diese goldene Regel. Nur wenn Sie sich eben auch fragen, wie wird das umgesetzt, dann kommen eben die Schwierigkeiten, weil ein Grundpfeiler des Konfuzianismus ist die Achtung der Eltern oder ihrer Lehrerin, ihres Lehrers. Nur, um das ein Beispiel zu nehmen, ich habe mit einem Kollegen und seiner Frau seine Schwiegermutter besucht, also in der naheliegenden Provinz Hebei. Und das war schon, schon jahrelang waren, haben sie diese Schwiegermutter nicht besucht. Sie haben schon längstens vergessen, wo sie lebt. Während sich die Schwiegermutter schon lange darauf gefreut hat, ein Abendessen bereitet, haben wir dann schlussendlich diese Mutter getroffen. Nach einer halben Stunde, noch bevor wir das Abendessen genommen haben, haben wir gesagt, tschüss. Und das ist also kein eben, das bricht einem das Herz, aber es ist nicht ein Einzelfall. Und mittlerweile gibt es ein Gesetz, das vorschreibt in China, sie müssen ihre Eltern einmal pro Monat besuchen. Was auch natürlich etwas hilflos wirkt, aber einfach zeigt, es ist ein enormer Graben, oder eben diese Ruine leider, oder? Und es kann durchaus bei einer Ruine bleiben oder noch mehr zusammenstürzen. Oder auch, wir können sagen, eine bitte Rhetorik und dem eben, was man dann wirklich auch tun kann. Und auch nicht so populär ist dieser interreligiöse Dialog. Ich versuche ihn eben sehr zu pflegen, also ich finde das sehr, sehr schön, also dass wir das auch morgen erleben dürfen. Zum Beispiel tibetanische Übungen, so wie wir sie richtig wirklich praktizieren können. Ich praktiziere sie seit 27 Jahren. Und dass es eigentlich nur in einem interreligiösen Dialog möglich ist, auch sich diesen ethischen Herausforderungen zu stellen. Und in diesem Sinn eben möchte ich jetzt, ich habe hier einigermaßen an die Zeit gehalten, diesen Passage aus dem Matthäusevangelium lesen. Das ist einfach auch vielleicht der Höhepunkt, das 25. Kapitel bei Matthäus, wo es um das Talentengleichnis geht und eben auch diese Rechenschaft, die wir ablegen, ob wir kaltherzig waren für die, die eben hungrig waren und nichts zu essen oder nicht. Und so möchten wir diesen, möchte ich diesen Bogen schließen. Sie kennen ja das alle auswendig, nehme ich an, auf Deutsch oder Englisch. Und ich denke, es ist immer eben auch schön, wenn wir vielleicht das auch mal so auf Chinesisch, also auf Mandarin, auch hört. Eben, ich war hungrig und du hast mir nicht zu essen gegeben und so weiter. Dann
Bauzuschauen. Wang Ming Yao Chu Chu Zeitam Yen Chien Ta Yao Batade Funkai Chiao Shan Muren Pa Qian He Shan Yang Funkai Yang Ta Yao Ba Qian Fangzai Yu Bian Shan Yang Fangzai Zu Bian Na Shi Wang Hui 对右边的人说：“我父所赐福的人啊，来承受传世以来为你们预备的国度吧，因为我饥时，你们给我吃的；我口渴的，你们给我喝的；我身在异乡时。” 你们期待我，我今生不如地时，你们给我传的；我生病时，你们照顾我；我作践时，你们来看我。那一些艺人回答说：“主啊，我们什么时候欠你恶？” 就给你吃的，欠你渴的就给我渴的，欠你身在异乡去接待你，欠你一身裸体去给你穿的呢？我们有什么时候欠你生病或从前的就去看你呢？王回答说：“我是在告诉你。” 你们帮助我最卑微的人，一个弟兄，就是帮助我。王对左边的人说：“你们吃些苦的人，走开，要穿回魔鬼及及时预备的衣服，不免火力去吧，因为。” 我饥时，你们给我吃；我口渴的，你们不给我喝；我身在异乡时，你们不接待；我衣裳不提时，你们不给我衣服；我甚是。 见，却没有帮助你呢。